Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19. Ich habe mir gerade schön mein Frühstück gegönnt und wir werden jetzt auf jeden Fall erst einmal versuchen, durch die Tür zu kommen. Frühstück, Mittagessen, wie auch immer, wenn ich von der Uhrzeit ausgehe. So, was hat sich verändert? Nicht viel. Ich habe geerntet, gesät, weggebracht, geerntet, gesät, weggebracht. Wir haben jetzt mittlerweile ein weiteres Feld, und zwar Feld 17. Wir haben jetzt 4 Felder, so. Alle mit, oder fast alle mit Sojabohnen. Das hier ist natürlich leer. Da weiß ich natürlich noch nicht, was ich genau dort hinsetzen möchte, aber irgendwas wird schon kommen. Wir lassen jetzt erstmal unsere Helfer wieder ihre Arbeit tun. Licht war... Was war Licht? Das. Hui, und Unbeleuchtung. Ja, die Helfer machen natürlich wieder ihre Arbeit, das ist klar. Und da ist der Schuppen im Eimer. Spaß, die halten hier zum Glück was aus. Und mir ist aufgefallen, dass bei den Feldern da hinten, wo es natürlich bergauf und bergab geht, die grünen Traktoren nicht mehr so wirklich hinterherkommen, habe ich mir entschlossen, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen Geld angesammelt habe, dass wir uns einen neuen Traktor zulegen. 2 verkaufen, einen neuen holen, der immer schön sehen tut, und wir fahren direkt mit der Sämaschine dahin, denn wir müssen die auch noch auffüllen. So, das heißt, heute nichts Neues außer einen Trecker kaufen, vielleicht nochmal irgendwas anderes, was wir auf der Farm betreiben können, zum Beispiel Schweine fahren, Pferdezucht, Kühe, Hühner, je nachdem. Dafür nutze ich dann das kleine Feld. Und ja, wir lassen uns mal überraschen, was heute in der Folge alles passiert. Rungs, da habe ich aus Versehen was mitgenommen. So, hier. Abkoppeln. Komm, so. Als erstes Saatgut. Das da. Kaufen. Kaufen. Doch, 2 müssten ausreichen. Dann Garage. Der wird verkauft. Der wird verkauft. Und wir kaufen uns einen neuen. Jetzt, shit, jetzt ist die Frage. 430 DT. Was ist das für eine Traktorgröße? Ah, hier, gut. Wir hatten dann demnach die Torte. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen weiter nach hier hinten und gucken. Der sieht nicht schlecht aus. Die sehen gut aus. Wir bleiben bei dem. Wobei, mit Gewicht. Da hebt sich nicht viel ab. Gut. Motor. Nehmen wir den da. Haben wir ein bisschen mehr PS. Frontlader, natürlich. So, Farbe. Gibt nur grün.
Das ist ja doof. Ja gut. So, einmal kaufen. Und jetzt wollen wir auf dem Feld natürlich noch was anderes bringen. Ich wollte erst Zuckerrohr pflanzen, allerdings, ja, das ist dann immer so eine Sache. Zusatztank erhöht dir das Füllvolumen deiner Gerätschaften. Alles klar. Werden wir aber nicht brauchen. Rübentechnik. Kreisellecken. Ja, gut. Tiefenlockerer Gruber Zuckerrohrtechnik. Ach ja, das kennen wir ja noch aus LS17. Schlecht wäre es natürlich nicht. Allerdings, Zuckerrohr bringt hier nicht so viel. Wo war mal Zuckerrohr? Überladewagen. Ja. Das ist jetzt natürlich die Frage, was könnten wir machen? Stopp, nochmal rein. Ja, der neue Trecker steht. Was haben wir denn hier? Rübentechnik. Nee, das ist mir ein bisschen zu kompliziert, bin ich ehrlich. Kartoffel. Baumwolltechnik. Leisten müssten wir uns das natürlich können. Allerdings werde ich da auch wieder etwas brauchen an Baumwoll. Mais, Rübenflügen, Zuckerrohr, Baumwoll. Was ist denn das? Okay. Da passen zwei Ballen rein, da ein Ballen. Interessant. Ja, aber ich brauche noch was zum Abernten. Wie sieht ein Baumwolle überhaupt aus? Weil dann würden wir natürlich das machen. So. Wo haben wir das Zeug zum Säen? Anhänger, Rübentisch, Pflanzenschutz, Gruber, Zuckerrohr, Feldhäcksler, Überladewagen, Schneidewerkzeug. Ich brauche dann, glaube ich, auch ein bestimmtes Schneidewerkzeug. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, die Baumwolltechnik ist mir definitiv zu hoch. Feldhäcksler. Okay. Ja, gut. Dieser Roder gräbt die Kartoffeln direkt aus dem Boden. Ja, aus dem Boden. Diese Maschine kann erst nach dem Krautschlagen eingesetzt werden. Ja. Ich
Hier war doch irgendwo Sätechnik hier. Gibt's irgendwas für Kartoffeln zum Säen? Ganz ehrlich, ich bin gerade richtig überfragt. Wir machen das anders, wir bringen das zurück und gucken mal nach Tierhaltung. So, angelockt ist er. So, dann befüllen wir mal unsere Sämaschine. Ja, läuft. Füllmenge reicht. Ui, der dreht aber schnell durch. Ob das so gut ist? Aber der müsste jetzt auch locker den großen Anhänger ziehen können. Oh, 43 km/h die Stunde. So. Dann einmal abkoppeln. Also der hat auf jeden Fall einen kleineren Wendekreis als die anderen. So, dann los. Ach, da wird ja noch abgeerntet. Stimmt, da war ja was. Na, dann stellen wir uns den schon mal bereits hin hier. Ich hätte aber gerne noch einen Hochdruckreiniger hier an der Seite. Das machen wir aber jetzt so. Muss ich gerade selber gucken. Kamera Zoom. Das war das rotieren. Kamera rotieren. Ah. Oh Gott. Hallo? So. Jetzt muss man den hier noch rotieren lassen. So. Den haben wir jetzt. Noch ein Silo werden wir nicht benötigen. Ein Farmhaus genauso wenig. Brauchen wir Dekozeug? Eigentlich nicht. Werkstatt brauchen wir auch nicht. Tierhaltung. Hühnerstall. Kuhweide. Pferdestall. Wir gucken einfach. Ach du Heimatland, ist das groß. Das könnte sogar hier hinpassen. Okay. Gut.
Was ist das Landschaftsbau? Okay, Modifikationsform ändern, Kamera rotieren, Stärke ändern, Radius ändern, Landschaftsbaumodus ändern. Was gibt's denn da? Bodentyp ändern. Oh, lol, okay. Das ist interessant, was es hier alles gibt. Gut, das machen wir nicht. Wir fangen mal mit so einem kleinen Hühnerding an. Das wird ja wohl reichen. Rotieren. War das da? Woanders haben wir halt keinen Platz dafür. Nee. Leider nicht. Aber wir könnten das hier platzieren. So. Da haben wir unsere Hühnerzucht. Jetzt ist allerdings die Frage, Tiermenü öffnen. Wir brauchen natürlich einen Hahn. Wir nehmen noch 4 weiße Hühnchen dazu. Seid ihr jetzt hier drinne? Scheint mir nicht so. Oh, lol. Hühnchen. Hallo, Hühnchen. Die wollen nicht so richtig. Aber da weiß ich schon, für was wir das dort nutzen. Das eine Feld. Hier. Und zwar für Weizen. Denn ich weiß so weitestgehend, dass die Hühner ja Weizen essen. So, einmal aufklappen. Jetzt ist die Frage, wie sieht Weizen nochmal aus? Hier stringt mir 2, 4, 6, 7 Dingern dran. Saat wählen. Da haben wir es. Und der Helfer macht die Arbeit. Helfer A wird durch ein Objekt blockiert. Kann doch gar nicht sein, der fährt doch schon los. Und ich teste mich jetzt weiter an den Hühnern, das kann ja nicht sein. Genau. 1, 2, 3, 4 und ein Hahn bestätigen. Da haben wir Hühner. 1, 2, ein Hahn, 2, 3, 4. Cool. Jetzt ohne gegen die Tierschutzverordnung zu verstoßen, aber wie viele Hühner kann ich in so einem Gehege halten? Die müssten da bestimmt 30, 40 Stück reinpassen. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben.
Weil das würde mich jetzt mal interessieren. So, du bist fast voll, dann gehen wir dich erstmal ausleeren. So, und dann lassen wir den nächsten Helfer natürlich das nächste Feld abernten. Ja, das war's dann aber auch schon von dieser Folge. Wir haben einen neuen Trecker und wir haben Hühnchen. Vielleicht machen wir irgendwann mal Nuggets draus. Mal schauen, das wird die Zeit bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.